Vielleicht schaffen wir es ja noch, einen selbst eingelieferten Patienten per Krankenwagen zu heilen. Was habe ich? Und wir können einfach. Bitte? Das habe ich nur schwer geschafft. Ja, ich würde mal gerne so ein Event auslösen, aber das werden wir auf gar keinen Fall schaffen. Das kann ich jetzt schon sagen. Nee, aber dann kann man mal gucken, was passiert. Und dann reicht für heute auch, oder? Ja, so langsam würde ich auch. Oh. Ach, guck mal, wir haben wieder einem... einen das Leben gerettet. Genau. Ha! Dem seine Milz war auch aufgerissen. Okay. Und noch einen. Wir müssten doch so ein Notfall-OP dann haben. Ja gut, schnell operieren ist bei, ja, ich glaube, bei unserem Krankenhaus jetzt nicht so der Fall. Das ist hier dann, Ben, der Raum. Die operieren ja immer hier unten in dem, ne? Ich weiß gar nicht, warum uns hier oben Theater und so ist. Oder ja, ist das Theater? Ist das Theater? Ja, das ist auch eins. Und oben ist noch ein OP-Saal. Oben ist noch ein OP-Saal? Da. Hier. Nee. Doch, hier. Doch, das, genau. Schön, das ist auch so ein Operating oder Theater, ne? Oder Chirurgie. Okay. Cool. Da kommt wieder ein Krankenwagen angerauscht. Und da ist er drin. Mal gucken. Ah, ja, Kollaps. Oh, und unsere Mitarbeiter tun ihr Bestes. Oh, um Gottes Willen. Bitte hören Sie auf. Stop. So, was haben wir? Er hat, ach du Heilige, mögliche Diagnosen. Zwei Seiten. Ja, gibt den er erstmal, der ist im Schock, muss auf den Schock reagieren. Ja, danke. Sollen wir erstmal das, was die Schockbehandlung ist. Bluttransfusion. Machst du als erstes Bluttransfusion, rechts. Ja. Jawohl. Die muss er schon mal kriegen. Und dann machst du was gegen Diarrhoe auch direkt. Sollen wir ihm den Nacken stützen? Das ist ein Unfallpatient, oder? Nee, könnte das ist nicht. Nicht? Machen das nicht. Wenn der durchbricht, ist das nicht unsere Schuld. Kaputt ist kaputt. Der war schon so, als er kam. Der kam schon kaputt an, da konnte man gar nichts dran machen. So, ich wollte immer noch ein Event starten, vor lauter Quatschen. So, wir starten Event. Crash oder Pandemic? Pandemie, bitte. Pandemie. Wir starten Pandemie und los geht's. Das geht jetzt nicht in 6 Minuten los, sondern das geht jetzt für 6 Minuten. Das heißt, in 6 Minuten ja, sieht man da, ja. Da kommen sie schon alle gelaufen. Ja. Und wir werden jetzt kläglich versagen. Ja. Weil wir viel zu wenig Behandlungsräume jetzt hier haben. Ja, gucken wir mal. Und es geht los. Ah, Helicobacter pylori. Das ist nicht so schlimm. Kein. Bitte. Da musst du mit Antibiotika voll hoch. Ja, können wir nicht machen. Warum? Müssen wir erst noch die Untersuchung abwarten. Eine dreifach. Müssen wir erst das Labor noch abwarten. Ja, und jetzt? Ja, warten. Kannst du jetzt gerade nichts machen. Kannst du vorlaufen lassen und gucken. Du kannst die anderen Symptome gerade noch behandeln, die er hatte. Also kannst jetzt gegen das Kotzen was geben. Kannst du halt eben die Beschwerden nehmen, bis die Behandlung durchgeführt werden kann. Ja, komm, das reicht. Da soll ich mal nicht so anstellen. In die Intensivstation muss er damit nicht. Nee. So. Guck mal, die putzt da um das Blut drumrum, ne? Ja, die ekeln oh, sich oh, guck davon. Mal, da liegt einer. Oh, guck mal, der macht Bubu. Oh, guck mal, und die fährt. Was hat die denn gemacht? Was macht die jetzt? Die geht jetzt einfach wieder. Ist der tot? Nee, noch nicht. Noch nicht. Warum kümmert sich denn keiner? Alle gehen an dem vorbei. Da, Carol Cole. War das Carol Cole hier gerade zufällig? Nee, das war Jane White. Wo ist denn die gute Carol? Ist sie gerade irgendwie im Gespräch oder was? Da kommt sie mit der Trage. Fährt mal einfach über. Einfach drüber. Lass die liegen. So doch nicht. Ach. Die ignorieren den einfach helfen. Alle. Der schläft nur eine Runde. Das ist die Gesellschaft heute. Oh Gott. Ja, ein Abbild unserer heutigen Gesellschaft. Da kollabiert einer und wir ignorieren ihn einfach. Ach, wie, dem kann ich die Triple geben? Cool. So. Auch wenn der gute... Wir lassen mal vorlaufen, schnell vorlaufen hier. Und er wurde abgeholt. Er wird nach oben gefahren. Wo ist er? Haben wir verpasst schon?
Da war er, glaube ich. In der Intensivstation. Ach, jetzt kollabieren die schon wieder alle. Hört auf damit. Geht da woanders hin. Septischer Schock. IV-Antibiotika. Kriegen sie auch. Logisch. Ja. Hand auflegen. Bisschen Reiki. Wunderbar. Machen wir alles mit. Der Realitätsgrad ist sehr hoch. Sie haben sich Mühe gegeben. Guck mal, die macht immer noch, die will immer noch Pipi machen hier. Long wait. Ja, ja, komm du. Ist mir egal. So. Ich komm gar nicht mehr weg. Oh, er hat eine Spezialisierung freigeschaltet. Was auch immer. Genau das ist es. Was auch immer. Das müsste eigentlich... Vielleicht das jetzt hier, Advanced Diagnosis. Es müsste irgendwie so ein bisschen hervorgehoben sein, das wäre noch nett. Oder dass man auch vorbestimmen kann, wo er sich vielleicht jetzt drauf konzentrieren kann. Ja. Und schon wieder ist einer kollabiert. Doch, die haben alle das Gleiche. Oh, was haben wir hier? Oh, die wurde abgestochen. Das können wir doch gar nicht, ne? Nee, Bruce ist nur ein Kratzer, Schramme. Bluttransfusion, können wir auch nicht. Muss erst den Schock behandeln. Hypovolemic Schock. Diet Modification, alles klar. Du musst, guck mal, was sie bei... Ja, hier, kannst du auch gerne weitermachen, ich habe jetzt auch... So, erst das Bluttransfusion. Ich guck mal, ob das was mehr bringt, wenn ich das andere wegnehme und die machen wieder irgendwelche anderen sinnlosen Sachen. Ah, hier, Emergency Care sollte man natürlich aber vielleicht doch drin lassen. Dass ich das raus kann. Entschuldigung. Wird die jetzt dahin gebracht? Wahrscheinlich nicht. Die liegt jetzt auch wahrscheinlich irgendwo rum. Ja. So, ich kriege jetzt ihre Bluttransfusion. Die braucht Blut, schreibt Stefan, ja. Haben wir schon? Ja, kriegst du jetzt. Wir können es leider nicht mehr bestimmen. Kannst du die anderen Sachen abwählen vielleicht? Nein, ich kann jetzt hier nichts mehr abwählen, aber die bekommt ja schon Blut. Wenn das so hinterlegt ist und gelb blinkt, bekommt die das, gerade gemacht. Sonst verblutet die, sagt er. Ja. Was steht denn da fast? CT und darunter, das ist Sonographie oder was ist das? Wir müssen Active... Examinations. Mit dem Ausrufezeichen ganz rechts. Hoch, ja, da. Passt. ICU. Trauma. Sonographie. Machen die. Wir geben ihr mal nur was gegen die Schmerzen parallel noch. Ja. Ich glaube, Diät, die ist jetzt nicht groß. Event failed. Ja, wer hätte es gedacht, wir haben es nicht geschafft. Wie immer. Also Blut bekommt sie jetzt schon mal. Gucken wir mal, ob wir die retten können. Der Delay ist echt heftig. Ja, sind meistens so bis zu 10 Sekunden drin. Ich weiß gerade gar nicht. Klappen bei ihr. Ja, 10 Sekunden haben wir locker. Aber wir wissen immer noch nicht, was sie hat, ne? Ah, die braucht für beides die Chirurgie. Twitch ist auch eine Runde schneller oder ein bisschen schneller als YouTube. Mm, ja. Auch immer. Ja. Also das ist jetzt eine Sekunde knapp, aber ein Ticken schneller als Twitch, auf jeden Fall. Es sind gerade deutlich mehr, okay. Aber uns ist es so 10 Sekunden. Ja gut, vielleicht weil wir... Wir sitzen ja direkt hier, ne? Also Server steht in Frankfurt. Oh. Ups. Und wieder eine Hops. Ich hab nichts gemacht. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Ich glaube auch nicht. Oh. Ja, bringt sie weg. Das ist gut.
Das ganze Krankenhaus ist schmutzig. Ja, das da ist, kommt, was ich... die Nachtschicht. Die ganze, gesamte Kolonne. Das, was ich meine, es wird irgendwann einfach nur noch dreckig. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch, weil der Stream jetzt so lange läuft, dass sich das was rück... staubt mit der Verbindung, keine Ahnung. Ja, das kann auch sein. Okay, bis der Chat, also das geschriebene im Chat erscheint, vergeht eine halbe Minute. Ja gut, der Chat ist nochmal was anderes, ne? Der geht über Tippi, oder? Restream. Geht auch über Restream? Aber nee, ich sehe den hier direkt über Twitch. Ja gut, aber... Das ist zeitnah. Das ist das Gleiche. Müssen wir mal das nächste Mal gucken, ob das dann immer noch so ist. Müssen wir vielleicht bei den Server wechseln. Gucken, ob es was Besseres als Frankfurt gibt. Oh, aber auch gleich Schluss, oder? Jo. Ja. Na, ich guck uns noch den nächsten Tag an. Bis dahin, oder? Ja. Ja, 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 ja. So, da. The stage is yours. Jawohl. Da ist einer wenigstens stabilisiert und kann wieder... Noch einer. Wow. Oh, was war das? Wir haben eine Serie. Hier auf der Pipi-Box steht immer noch da. Ja, die... ja, die hat festgepackt. Da können wir wieder was im Forum schreiben. Und was ich doof in Anführungszeichen, was ich schade finde, wenn man hier auf diese Aufgaben klickt, kenne ich es jetzt eigentlich so, geht ein Fenster auf, wird dir mehr zu erklärt. Passiert dir nicht. Ja gut, aber eigentlich brauchst du da jetzt nicht viel mehr zu wissen. Haben jemanden falsch behandelt. Oh. Ja, da haben die schon wieder nicht mehr richtig nachgeguckt, ne? Man kann nicht alles haben im Leben. Die hält sich auch die Hände so. Die muss so dringend Pipi, die schafft es nicht. Ja, schon seit Tagen. Mehr. Ja. Also die kann lange aushalten, du. Oh, kein Bett mehr. Hospitalization. Ja, hier, hau ab. Gott. Stirbt er wenigstens nicht bei uns. Der auch. Bei uns wird Fürsorge großgeschrieben übrigens. Geh weg. Ey, da hättest du doch diese Triple-Antibakterien. Nee, der war aber. Antibiotika-Kur machen können. Hat ja kein Bett gekriegt. Also. Das ruckelt auch abends. Also abends haben wir mal kurz einen Hänger drin im Spiel auch, ne? Die Auslastung ist aber gering. Es muss irgendwas anderes sein. Oder sind die Pop-Ups hier vielleicht? Oh, was hat die? Hebi. Hamburger. Das sieht aus wie ein Hamburger, ja, oder? Ja. Ich weiß nicht, was soll das sein? Soll, glaube ich, auch einer sein, oder? Würde ich doch mal behaupten. Epi? Gibt es nicht die Epi-Spritzen oder sowas? Wie nennt das? Ja, aber Epi-Pen, aber das Epi-Pen ist kein, oder? Kein Epi-Pen. Was hat sie denn? Herzfehler. Und Flatulenz. Die observieren wir mal. Die hat Auspuffprobleme. Da unten kannst du mal vom Pferd erzählen lassen. Hast du gesehen? Was? Hä? Da vom Pferd. Welchem Pferd? Pferd, unten steht es doch. Ja, Available ja, Treatments. Pferd. Ja. Ja, das solltest du jetzt nicht anwählen. Ah, hier, Defibrillation. Wir schocken die einfach mal da fröhlich. Alles. Hat ja einen Herzfehler. Da braucht man das immer. Da guckt man nicht näher so, nach. Long wait for bed. Ja, gut. ICU, müssen wir noch... Okay, ja, müssen wir vielleicht eine größere oder eine neue ICU bauen? Nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Die schicken wir alle weg. Geht alle nach Hause. Wir haben keine Lust mehr. Wir machen die Krankenhaus zu. Ist jetzt hier geschlossen. Tschüss. Theoretisch können wir das sogar. Weil, aber funktionieren jetzt unsere CTs eigentlich? Ja, einfach jetzt zack, 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 zack und dann ist das ganze Krankenhaus dicht. Ja. Ja. Funktioniert das CT? Nein, das ist ja der Witz an der Sache. Die Mitarbeiter sind zwar lustig da, aber irgendwie geht da nichts. Ja, das muss ich mir dann gleich nochmal angucken.
außerhalb des Ganzen. Lass einfach mal die Patienten da und schick die ganzen Ärzte nach Hause. Ist doch viel lustiger. Dann bilden sich so Selbsthilfegruppen und sowas. Oh, da ist wieder einer. Ja. Frank Thomas. Den müssen wir. Oh, zu zweit. Was hat der? Der hat gedacht, ich schläg mal daneben ab. Wenn der eine liegt, dann mach ich das. Ach so, der macht dann noch mit. Ja. Ja. Heurika, ey. 10 versteckte Symptome. Das sieht aus. Was machen die zwei da jetzt? Tanzen die? Die da? Was machen die? Meckern die? Ich weiß es nicht. Temperatur? Nee, kann ja nicht sein. Na, heute schon Temperatur gemessen? Flop, das Ding ab in den Mund. Ich weiß nicht, wo sind denn jetzt hier unsere Hansels hin? Ach, hier wegen so einer bakteriellen Gedichte macht er hier einen auf Kollapspatient oder was? Gastroenteritis. Ja, da braucht er doch Antibiotika. Hat er die? Was geht der mit ins Krankenhaus und blockiert das, unsere Betten? Bakteriell steht doch da. Bakteriell? Okay. Bakteriell. Okay. Ja, bakteriell, ja. Bakterien, Virus und ach komm, ist auch egal. Mach einfach. Volle Dröhnung. Gib alles, was der Schrank hergibt. Da. Genau, ja, ja. Das ist der Grund. Ja, ja. So. Wir überpflegen auch Ihren Körper. Kommen Sie zu uns, bei uns sterben Sie mit Sicherheit. Was? Sie haben einen Husten? Morphium. Sofort. Nee, Antibiotika. Und ab ins MRT, wenn wir schon dabei sind. Na, wollen Sie etwa künstlich Kosten erzeugen? Nein, niemals. Um unsere Einnahmen zu optimieren, machen wir keine sinnlosen Operationen. Auf gar keinen Fall. Sie haben Husten, wir müssen Ihr Knie operieren. Ja, genau. Hat man das kennt man doch. Knieschmerzen, die Husten auslösen. Ja, klar. Deswegen brauchst du ein neues Kniegelenk. Und eine Hüfte können wir auch noch direkt mitmachen. Wenn man einmal schon drin ist und das ist schon offen. Nicht? Ja, machst du Sport, ich glaube, ich würde richtig viel Geld damit machst machen. Machst du Sportfahrwerk rein dann? Ich glaube, ich wäre auch total beliebt bei den Patienten. Ja, ja, so tiefer gelegt und so. Oh. Upsi. Hi. Oh. Kidney ist Nieren, ne? Niere, ja. Nierenerkrankung. Dialysis. Also Dialyse haben wir gar nicht, ne? Nee, der ist auch tot. Ja, deswegen bin ich auch gerade. Kann man die überhaupt schon bauen? Nee, das ist das, diese Gack, ne? Ich glaube. Obwohl, meinst du? Die habe ich Gack noch nie bauen können. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Schon so langsam würden wir uns auch dem Ziel nähern, weil wir haben jetzt eigentlich alles schon fast gebaut, oder? Warte mal. Hier fehlt uns eigentlich nur noch bei der Radiologie der CAG-Raum. Oder habe ich was übersehen? Nee. Wir können noch mal einen Chefarzt und sowas bestimmen, fällt mir gerade ein, ne? Ja. Bringt das was? Ich weiß nicht, ich habe das immer gemacht. Ich hatte nachher an die 50 Leute, die ich da behandelt habe. Als Chefarzt? Ja, komm, Judy, du bist es. So. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Ich wollte es aber nie machen, diese Verantwortung. Sie sind daran schuld, dass es gerade 3 Patienten gestorben sind. Ups. Oh, 4. Ja, ich glaube, ja. Ja. Ich glaube, für heute machen wir Schluss, oder? Ich denke auch. Ja. Also, falls noch wer da ist. Wir sind noch 4 Mann da. Stefan ist auch noch da. Der Kurt bestimmt auch noch, oder? Nee, ich glaube, der... Hat sich Kurt verabschiedet? Nee. Der war aber, glaube ich, nicht mehr da. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gehört. Krankenwagen des Grauens. Überall Blut.
ist doch vertrauenserweckend, wenn man bei so einem Krankenhaus ankommt. Auf jeden Fall. Da fühlt man sich direkt wohl und geborgen. Alles klar, wir würden dann für heute hier auch aufhören. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gute Nacht und vielleicht sehen wir uns die Tage wieder. Bis dann, bye bye. Tschüss.